Produkt, was wir Ihnen präsentieren dürfen. Sie sehen, es sorgt schon für Spaß, ist aber nicht nur ein spaßiges Produkt, sondern auch ein Muss für jeden und jede, der oder die schnell von A nach B kommen möchte. Und wenn ich dann bei B bin, zum Beispiel, um sich die lästige Parkplatzsuche zu ersparen oder auch einfach mal handlich den E-Scooter, jetzt muss ich schon sagen, Kick-Scooter auch mit in den Zug zum Beispiel mitnehmen zu können. Ja, E-Scooter sind das Trendprodukt, kann man einfach nicht anders sagen. Die bestimmen das Stadtbild überall und es macht richtig Spaß. Sie sehen, Diana fährt hier ihre Kreise und wir haben heute das Glück, dass wir das präsentieren dürfen. Das heißt, heute durfte niemand anders außer wir drei diesen E-Scooter eben benutzen. Das ist immer toll. Wir haben ihn letzte Woche, Donnerstag oder Freitag, das erste Mal vorgestellt und die Nachfrage ist natürlich riesengroß. Ein E-Scooter will einfach jeder haben. Das ist ein praktisches Fortbewegungsmittel, was elektrisch fährt. Ist wie ein Roller, Sie kennen das vielleicht noch von früher, oder diese Scooter, aber eben elektrisch betrieben und da können Sie jetzt bis zu 20 km/h schnell fahren. Ja, das ist nämlich der Unterschied zu den Rollern, die ich noch aus früheren Zeiten kenne. Da bin ich nämlich ratzfatz mit unterwegs und du hast es eben gerade schon gesagt, wir waren die Glücklichen, die mal austesten durften und ich war überrascht. Ne? Also mir ist auch der Fahrtwind so richtig ins Gesicht geweht und meine Haare sind weggeweht. Also das hat schon ordentlich Dampf, wenn ich den denn überhaupt haben möchte. Ne? Aber ich kann auch ein bisschen langsamer und einfach nur eine schöne Spazierfahrt damit unternehmen. Ja, unglaublich praktisch. Damit kann man eben kurze bis mittlere Wege mal kurz, schnell zurücklegen. Wir haben solche in Bremen, haben wir als Leihscooter, stehen die überall rum in der Stadt. Das kostet aber richtig Geld. Also ich bin einmal zum Friseur damit gefahren, hin und zurück. Zu Fuß hätte mich das 10, 15 Minuten gedauert, hin und zurück. Ich glaube, ich habe 6 € bezahlt. Mhm. Holen Sie sich Ihren eigenen E-Scooter, dann sind Sie absolut unabhängig, fahren elektrisch, ohne Abgase. Kommen überall durch. Die sind übrigens straßenverkehrsordnungszugelassen. Ja. Damit dürfen Sie auf Radwegen fahren oder, wenn keine Radwege da sind, sogar auf der Straße. Und das mit 20 km/h. Da muss man mit dem Fahrrad schon ein bisschen strampeln, um das eben eine Weile aufrechtzuerhalten, das Tempo. Der fährt für Sie ideal, um mal in die Stadt zu fahren. Man muss keinen Parkplatz suchen. Man muss sich nicht mit Verkehr rumärgern. Und das ist halt das Tolle, dass hier alles für Sie gemacht wird. Hier sehen wir schon, eine Klingel ist natürlich auch dran, Licht hat er, Bremsen, ganz tolle Bremsen. Wir gucken uns den nachher noch mal genauer an. Aber schauen Sie mal, wie viel Spaß das macht. Diana grinst und grinst und grinst. Das war am Freitag schon, als sie gefahren ist. Es macht einfach Spaß mit so einem E-Scooter. Ist man mobil für kurze und mittlere Strecken. Der Ganze hat natürlich einen 350 Watt Motor, das heißt, der ist auch richtig kräftig, da kann man auch schon richtig Zug haben. Der heißt Kick-Scooter übrigens, weil der, wenn er steht, nicht einfach losfährt, wenn Sie Gas geben, sondern Sie müssen ihn einmal kurz anschieben, also ihm einen Kick geben, damit er dann losfährt. Wir gucken uns mal genauer an hier. Ich drücke einfach so, das passiert gar nichts. Ja. Also keine Angst, weil du zählst einfach und machst das zum... Kann man nicht aus Versehen machen. Genau. Also ich muss diesen ersten Kick machen. Erst den Kick machen und dann geht es los. Das Trittbrett ist auch breit genug, dass man da also sowohl hintereinander als auch Füße nebeneinander stellen kann. Gucken wir es uns noch mal an hier. Diana führt das sehr gerne immer wieder vor und sieht sehr elegant dabei aus. Ja, und das ist ja der Punkt. Ne? Also es ist nicht mehr nur, wie wir es aus der Kindheit kennen, ein Roller, der Spaß macht und nicht nur für Kinder, sondern gerade für Erwachsene. Also man sieht ja immer häufiger auch Erwachsene damit fahren, weil es einfach die elegante Art und Weise ist, schnell zum Ziel zu kommen und das wirklich mit einem Fahrspaß noch obendrauf. Aber in erster Linie ist es natürlich super, dass ich so schnell zum Ziel komme und dass es auch portabel ist. Ne? Also ich habe hier ein kleines Gefährt, was ich auch mal zusammenklappen kann. Vielleicht können wir uns das doch mal anschauen, Ingo, oder? Ja, wir gehen mal nach vorne zum Scooter. Dann zeige ich Ihnen mal ein paar. Diana, du musst jetzt mal kurz anhalten. Nee, sie will nicht. Diana will weiterfahren. Sie will nicht. Das ist wirklich so. Wir haben den jetzt seit Donnerstag oder Freitag im Studio. Ja. Alle wollen damit fahren. Es macht auch Spaß. Das macht auch richtig Spaß. Jetzt zeige ich Ihnen mal die Bedienung hier. Hier am Lenker, stelle ich mal so ein bisschen vor das Hemd hier, dass man das sieht. Hier ist das Gas und hier auf der anderen Seite ist eine elektrische Bremse fürs Vorderrad. Hier haben wir einen Tacho.
sind auch schön große LED-Zahlen drauf. Da können wir sehen, wie schnell wir fahren und haben einen Kilometerzähler dran, der mir eben sagt, wie viele Kilometer bin ich überhaupt schon gefahren. Er hat 3 Gänge, hier kann ich also noch verschiedene Gänge einstellen und hier natürlich eine Klingel. Dann haben wir hier vorne an dem, wir gehen mal runter an dem Scooter, hier vorne haben wir dann tatsächlich noch ein Frontlicht. Das kann ich mal eben anmachen, dass wir das sehen. Und wir haben ein Rücklicht. Der ganze Scooter hat auch hier, sehen Sie das, Reflektoren, dass er also auch von der Seite gut zu sehen ist, wenn man da mal wieder sicher unterwegs sein. Und dann schauen Sie mal, hier hinten hat er richtig dicke Stoßdämpfer. Der ist also wirklich super gefedert. Wir haben hier sogenannte Honeycomb-Reifen. Das sind lauter kleine Löcher hier im kreisförmig angebracht. Das heißt, das sorgt nochmal für zusätzliche Federung. Sie sind da also sehr komfortabel unterwegs, auch wenn es mal über Kopfsteinpflaster geht. Ein ideales Stadtgefährt eben. Und dann, das ist der Clou, lässt sich der eben auch noch zusammenklappen. Und das ist eben hier, wenn wir den Lenker eben, wenn wir das nach... Nein, hier. Zack. Oh, warte. Hier. Da ist so ein kleiner Knopf, den muss man... Genau, Zack. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt können wir den hier hinten zusammenklappen. Und das ist natürlich praktisch für Bus und Bahn. Oder wenn man mal mit dem Auto nur an den Stadtrand fahren will. Leicht, ich kann zeigen, ja? Und das ist sehr leicht, der wiegt also 16 Kilo, kann man wirklich ganz angenehm tragen. Ja. Einfach in den Kofferraum und dann mal an den Stadtrand fahren und damit dann eben in die Stadt fahren. Ja, und schau mal, wie viel Zeit ich mir damit sparen kann. Ne? Gerade wenn Sie zum Beispiel Pendler sind, wenn ich dann zum Bahnhof beispielsweise oder zur Bushaltestelle mit diesem Kickscooter fahren kann und dann nur noch einsteigen muss, den kriege ich ja super gut mit in der Bahn beispielsweise. Also das ist wirklich auch ein Alltagserleichterer, ne? Ja, es ist kinderleicht zusammenzuklappen, hin und her zu transportieren, absolut begeisternd. Und was einfach Spaß macht mit dem, ist damit zu fahren. Es erfüllt übrigens Qualitätsmerkmale hier, dass es für den Straßenverkehr zugelassen ist. Sehr komfortabel mit den Federungen. Hinten hat er sogar eine Scheibenbremse, hatte ich jetzt gar nicht so gezeigt. Aber das ist wirklich Top-Qualität vom Markenhersteller Iconbit. Die haben schon Namen in der Szene unter den E-Scootern. Und das ist etwas, das ist ein absolutes Trendprodukt. Ja, also ich finde den so klasse und das macht so viel Spaß, damit zu fahren. Ja, es macht richtig viel Spaß, weil es eben so smooth ist, würde ich mal sagen. Smooth. Also das ist wirklich alles so, neue deutsche Worte. Du gleitest quasi über den Asphalt. Also das fühlt sich überhaupt nicht richtig. Das fühlt sich überhaupt nicht so an, wie wenn ich beispielsweise auf dem Fahrrad unterwegs bin und da jeden Huckel intensiv spüre. Also das ist wirklich komfortabel auch einfach. Ja, es ist absolut Wahnsinn. Wir zeigen mal die Vorteile eines E-Scooters. Da haben wir auch einen Artikel drüber. Genau, den haben wir Ihnen hier mitgebracht von Wertgarantie. So, jetzt habe ich es. E-Scooter gehören zum deutschen Straßenbild. Bei vielen europäischen Nachbarn schon lange gang und gäbe. Seit dem 15. Juni 2019 auch in Deutschland legal. E-Scooter sind für den Gebrauch im Straßenverkehr zugelassen. Die Nachfrage hinsichtlich der Elektro-Tretroller ist riesig. Die Vorteile der E-Scooter als Transportmittel für die Stadt liegen da auf der Hand. Sie sind leicht, wendig, platzsparend, transportoptimiert, umweltfreundlich, bedienungsfreundlich, schnell aufzuladen. Darüber hinaus fallen Parkplatzsuche und entsprechende Parktickets mit einem E-Scooter flach. Also wirklich eine ganze Reihe an Vorteilen, die ich hier habe, neben dem Spaßaspekt. Also das lohnt sich wirklich, dazu zu schlagen und auch mit dabei zu sein. Wie gesagt, bei uns erfreut sich das schon großer Beliebtheit. Das wundert uns nicht, aber das sehen Sie ja auch im Stadtbild. Ne? Also da haben wir die ganz macht viele schon Kunststücke, siehst du das? Ja, wow. Also das noch zwei Sie Tage und wir können machen. Sie im Zirkus unterbringen. Ja, also da können Sie ein bisschen kreativ werden anscheinend auch oder auch einfach nur so schnell zum Ziel kommen. Du bist heute das erste Mal gefahren, ne? Mit diesem Modell das erste Mal tatsächlich, ja. Und es ist wirklich, also ich habe ganz viele von diesen E-Scootern, die man so auf der Straße findet und die man leihen kann, habe ich ausprobiert. Aber das hier ist eine ganz andere Qualität. Das ist wirklich, also das selber zu haben, seinen eigenen zu können, das ist ja schon wirklich toll. Aber dieses schicke Schwarz und so, ne, das gefällt mir richtig gut und es ist einfach mit komfortabel. Mit Schau mal, auch mit hohen Schuhen und mit Abendkleidchen könnte ich hier lang fahren. Es macht wirklich so viel Spaß. Ne? Es ist so cool.
Ist cool, ne? Und das kann wirklich jeder. Das ist ne? das richtige also Wort. Cool. Damit sind sie richtig cool unterwegs auf Deutschlands Straßen, ja. Ja, und wie gesagt. Du bist ein cooler Typ. Du bist ein cooler Typ, Rebecca. Nee, es macht richtig Spaß. Es ist ein Trendprodukt. Man sieht es überall in der Stadt. Seien Sie dabei, holen Sie sich Ihren eigenen E-Scooter in der Welt der Mobilität, der Elektromobilität. Ohne Abgase. Und mit 20 km/h kommt man ja wirklich gut voran. Es ist nicht zu schnell. Es ist so diese schnelle Fahrradgeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Wenn man richtig strampelt, kann man mal 20 km/h schaffen und das dann eben auf Dauer. Wie gesagt, also für kurz- und mittlere Strecken das ideale Transportmittel, weil man es einfach dabei haben kann. Ja. Teilweise bist du ja auch schneller unterwegs als die Autos gerade in der Stadt. Ne? Ja, also Gott. Ich hatte wirklich, mir hat so ein Scooter mal wirklich, ich will nicht sagen, das Leben gerettet, aber ich hatte Musical-Karten und wir waren zu spät dran. Und da hat er mir wirklich den Po gerettet, dass wir da noch schnell zum Hotel fahren konnten und noch ganz schnell unsere Karten holen konnten. Das hätten wir mit dem Taxi nicht geschafft. Nee. Jedes Auto wäre, das war in Köln, jedes Auto wäre langsamer gewesen als mit diesen E-Scootern. Und da haben Sie Ihr eigenes, das haben Sie direkt griffparat. Da müssen Sie nicht lange suchen nach einem passenden, sondern Sie haben es direkt zu Hause und können es mitnehmen, zum Beispiel auch ins Büro, ne? Ja, überall hin, wo Sie sonst mit dem Fahrrad fahren würden oder auch ins Wohnmobil. Überlegt mal beim Camping, da kann man, ist man mit dem Wohnmobil ist man ja immer statisch an irgendeinem Campingplatz fest angebaut. Wenn man irgendwo hin will, muss man erstmal alles abbauen. Ja. So einen, den steckt man einfach hinten im Kofferraum. Und das ist eben das Tolle hier mit so einem E-Scooter. Der muss natürlich, weil er auf der Straße zugelassen ist, eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist aber auch kein Problem, die können Sie überall holen. Gibt es bei den verschiedenen Versicherungen, gibt es dieses, ist die, was man früher Mofa-Versicherung nannte. Wir haben da mal einen Vergleich hier, was es für die aktuelle Versicherungsperiode kosten würde. Und Sie sehen, das ist unter 18 Euro. Können Sie sich ganz einfach versichern. Kann man online machen. Und ich glaube, man kann sich sogar sein eigenes Nummernschild ausdrucken. Das ist dieses kleine, das ist ungefähr so groß wie eine Postkarte. Das Nummernschild, das kriegen Sie dann zugeschickt. Und das ist dann gültig bis März. Und im März müssen Sie dann wieder ein neues holen. Das ist aber auch nicht viel teurer. Das ist einfach das Verkehrsmittel der Zukunft. Davon, wo wir alle geträumt haben, was vor 30 Jahren Science Fiction war, dass jeder ein Elektromobil unter seinen Füßen hat. Jetzt ist es soweit mit unseren E-Scootern. Carsten hatte auch so viel Spaß damit, du hast viel Spaß damit. Alle sind neidisch drauf, dass wir das heute präsentieren dürfen. Und wir sind sehr stolz drauf, dass wir Ihnen das präsentieren können, weil es so ein tolles Gerät ist. Es ist richtig stabil, das ist also nichts Wackeliges dran und es ist absolut sicher für die Straße. Mit den Bremsen, mit den Lichtern, mit den Reflektoren. Und es macht einfach Spaß und Freude. Und Sie sind schneller. Sie sind wirklich schneller als ein Auto in der Stadt damit. Ja, ja, gerade in der Stadt. Ne? Und gerade wenn Sie auch Berufspendler sind und viel in der Stadt unterwegs sind, dann werden Sie das kennen. Das ist einfach sehr, sehr lästig, wenn ich im Stau stehe. Und dann sehe ich die Fußgänger schon alleine neben mir an mir vorbeizischen. Und dann zischt da noch ein E-Scooter vorbei. Und dann noch ein E-Scooter, ein Kick-Scooter, zum Beispiel von Pearl TV, dann haben Sie da, da gucken Sie neidisch rüber oder da werden die anderen neidisch rüber gucken, wenn Sie damit unterwegs sind, weil das ist nicht nur edel von der Optik her, sondern auch wirklich ein tolles Gefährt. Ja, rufen Sie an, seien Sie dabei bei der neuen E-Mobilität. Wir haben natürlich auch einen absoluten Superpreis für Sie hier bei Pearl TV. Ja. Wir schauen mal bei Pearl.de, was er da normalerweise kostet. Ja, bei Pearl.de, da sehen wir, knapp 330 Euro ist da der Preis. Bei uns sparen Sie noch mal einiges. 279,99 € ist der TV-Sonderpreis, den Sie sich auch exklusiv hier sichern können. Das ist die exklusive Vorpremiere, die wir Ihnen hier präsentieren dürfen. Also da sollten Sie direkt zuschlagen. Die Artikelnummer nenne ich Ihnen auch gerne noch. Das ist die ZX4072 und die 569 nicht vergessen, damit Sie diesen Knallerpreis sich sichern können. Und dann sind Sie schnell unterwegs, bis zu 20 km/h und sind vor allem auch unkompliziert unterwegs. Müssen nicht nach Parkplätzen suchen, müssen nicht schauen, wo schließe ich jetzt mein Fahrrad zum Beispiel an, sondern Sie nehmen das einfach direkt mit ins Büro, klappen das zusammen, nehmen es mit und können es da unterm Schreibtisch verstauen daneben. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch und macht obendrauf
einfach auch noch super, ja, es ist super ja zusammengeklappt, viel Spaß. Zusammengeklappt ist es ja auch viel kleiner als ein Fahrrad. Also das kann man wirklich in den Kofferraum tun, das kann man mit ins Büro nehmen. Dafür haben wir jetzt sogar noch Zubehör für Sie. Ein vierteiliges Zubehörset, was auch noch Spaß macht, was sinnvoll ist. Und das habe ich hier mal ausgebreitet. Was Sie bekommen, ich stelle jetzt mal eins nach dem nächsten vor. Sie bekommen natürlich ein Schloss, dass Sie den also auch sicher anschließen können. Das ist ein richtig hochwertiges Spiralschloss. Sie können das direkt hier, sehen Sie mal, können ganz einfach auch werkzeugfrei einfach am Rahmen anbringen. Das ist dann einfach nur rausziehen und wieder reinstecken, wenn Sie es nicht brauchen. Damit ist Ihr E-Scooter dann sicher vor Langfingern. Als nächstes haben wir, was natürlich auch sehr luxuriös ist hier, ein Getränkehalter, ein Flaschenhalter. Da können Sie eine Dose reinstecken oder tatsächlich können Sie eine Dose reinstecken oder eine Trinkflasche, dass Sie auch immer gut versorgt sind, ist natürlich auch werkzeugfrei, ganz einfach anzubringen hier an unseren E-Scooter. Als nächstes, Diana bringt das gerade mal an, als nächstes haben wir eine Handyhalterung. Ist ja auch sehr wichtig. Man will ja wissen, also viele benutzen das Handy ja als Navigation. Mhm. Und das kann man dann hier ganz einfach anbringen. Das Handy hier ganz schonend einspannen. Passt für alle Handys. Und damit kann man dann nach Navigation fahren oder sogar Musik hören. Was auch immer. Man kann das Handy da super mit unterbringen. Und dann das finde ich eigentlich mit das Tollste, haben wir hier einen Trageriemen. Schauen Sie mal. Den machen wir hier auf. Und dann haben wir hier oben haben wir diese Karabinerhaken. Auf der anderen Seite auch. Damit kann ich das auf beiden Seiten des E-Scooters anmachen. Und dann lässt er sich ganz bequem hier über der Schulter tragen. Da habe ich ja sogar diesen Schulterriemen, ne, der dann ideal auf der Schulter aufliegt. Das hat natürlich nicht viel Gewicht, dieser Kick-Scooter. 16 aber Kilo. Es ist trotzdem angenehm auf der Schulter. Ne? Ja, das ist eben das Tolle, dass wir hier alles Zubehör, was wir so als angenehm erachten, sag ich mal, dabei haben, inklusive den wichtigen Sachen, wie ein Schloss und die Handyhalterung, plus diesen tollen Riemen, um es zu transportieren und den Getränkehalter, den man einfach an den Scooter anbringen kann. Und dann hat man immer auch noch Getränke dabei. Genau. Sollte man am besten gleich alles dazu bestellen, dann hat man alles zusammen komplett und einen super ausgestatteten E-Scooter. Und Sie sparen ja 50 Euro schon jetzt durch den Pearl TV-Preis beim Scooter. Legen Sie ein bisschen von dem Geld gleich an und holen Sie sich das Set dazu. Das kommt natürlich versandkostenfrei zu Ihnen, der Scooter. Einfach toll. Damit haben Sie dann quasi die Vollausstattung bei diesem Kick-Scooter. Können Sie dann auch einfach dran lassen, den Getränkehalter einmal anbringen und dann dran lassen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 50 Euro. Bei uns sparen Sie wie immer auch noch was über den TV-Sonderpreis. 28,49 Euro über die Artikelnummer bestellbar für Sie. ZX4073 und die 569. Und weil die Nachfrage so Großes, wollen wir auch noch mal den Roller in den Fokus stellen, den E-Scooter, den Kick-Scooter genauer gesagt. Und was ich jetzt eben gerade, was mir noch aufgefallen ist, was ja auch sinnvoll zu erwähnen ist ja der Ständer, den ich da habe. Mhm. Den kann ich nämlich genauso einfach leicht rauskicken. Diana, vielleicht magst du es mal zeigen. Zack. Ja, genau. Und dann habe ich den elegant hier stehen, in meinem Hausflur zum Beispiel. Wir machen das hier nicht auf der Bühne, weil wenn Diana weggeht, ist sofort jemand auf dem Scooter drauf, weil das so beliebt ist. Aber Sie sehen, wie viel Spaß das macht, wie toll das ist. Ein E-Scooter ist die E-Mobilität der Zukunft. Für Städte ganz besonders, bietet nur Vorteile, wenn Sie den mal gefahren sind. Und das ist kinderleicht. Du hast ihn heute das erste Mal gefahren. Wollen Sie ihn einfach nicht mehr missen, weil das ist wie Fahrradfahren. Also wenn man zwei gehabt hat, dann ist es ein tolles Fortbewegungsmittel und der E-Scooter ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Ich würde sagen, das ist besser als Fahrrad. Ja, viel besser als Fahrrad. Ne? Ja. Ich freue mich jetzt Kaffee kurz. Jetzt kannst du deinen Kaffee mitnehmen, Diana. Ja, sogar den Kaffee. Wie entspannt ist das denn? Entspannt an Ihr Ziel kommen, das können Sie mit diesem E-Scooter, mit diesem Kick-Scooter, der wirklich keine Wünsche offen lässt. Es ist elegant, es ist die Art, sich in diesen Jahren fortzubewegen und dann können Sie das auch Ihr eigen nennen. Wenn Sie jetzt bestellen, unter der Artikelnummer ZX4072, das war unsere exklusive Vorpremiere zu diesem Kick-Scooter, da sollten Sie zuschlagen, um immer mobil zu sein und pünktlich an Ihr Ziel zu kommen. Und Diana klingelt schon alle hier aus dem Weg. Also das ist wirklich ein schönes Gefährt. Da sind wir ganz neidisch drauf. Ne? Ja. Viel Spaß.